hasse diese Viecher, ey. Es quatschen die wieder ewig. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich gebe dir Rückendeckung. Komm her. Komm her. Jetzt geht er weg. Ah, da drüben. Ich hasse diese Viecher. Hoch, schnell. Komm, stehst du mal her? Ja, tut er. Boah, jetzt kriegst du das mal. Ganz vorsichtig. Jemand sollte hier drüben doch patrouillieren. Aufstehen, sofort! So, ganz ruhig. Perfekt. Kann es auch wieder zumachen. Kann man sogar. Umdrehen. Boah, ohne Spaß. Nee, stimmt gar nicht. Schleicht niemand herum. Gesundheit. Nicht schon wieder. Gut, wenn der dann weggeht, dann renne ich. Der ist weg. Oh, er kommt. Wir speichern hier schon mal. So.
So. Okay. Wie kann ich das Schwert wegpacken? Was für eine Festung. Wart ihr hier im Inneren? Noch nie. Ich schon. Letztes Jahr veranstaltete Waverly ein Fest. Wir sind nachgerückt, nachdem die Estermans nicht kommen. Oh nein! Meine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesen Gebäuden ist. Kein Ort ist mehr sicher. Ich verstehe nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Was für eine scheußliche Maske. Wo kann ich so eine bekommen? Pendleton, sind Sie es? Freuen Sie sich schon auf die Feier? Also hier zur Einladung der Feier. Sie werden die gleichen Kostüme in drei verschiedenen Farben tragen. Und wir müssen raten. Noch eine ihrer exzentrischen Ideen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Oh mein Gott, ich muss hier also hin. Achso, okay. Wer keinen Spaß haben wollt. Okay. Harold ist stolz darauf, schwierig zu sein. Ihre Einladung bitte. Jo. Emma bestand darauf, uns vor dem Eingang zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr immer hier entlang, Sir? Okay. Wir hineingehen und uns über Emmas Stil lustig machen. Wie komme ich hier rein? Ich bin schließlich kein Gentleman, deswegen könnt ihr es auch hier machen. Man muss sie schon genießen. Hallo. Sie ist nur hier, um Almosen zu ergattern. Sie muss verzweifelt sein. Wann haben die Boys jemals etwas verschenkt? Vielleicht hofft sie, das Spiel zu gewinnen. Das Leben wäre ohne diesen Tratsch sterbenslangweilig. Ach so. Wir sterben okay. Vermutlich schon beim Warten auf Emma. Darauf trinke ich. Was für eine Maske. Kranker Typ. Schon wieder so ein Spiel. Die waren früher mal lustig, aber heute... Worum geht's heute Abend? Warte, ich muss noch auf Ziele gucken. Ich muss ja dem... Die. Wer ist wer? Ihre Haare und ihr Make-up sind identisch. Aber eine trägt okay. Rot, eine schwarze. Sieht mir irgendwie. Ah, da. Werde ich tun, aber zuerst muss man hier hin. Erstmal die Nebenmission machen. Ja. Das ist die Notiz von Lord Treorwor Pendleton. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Was noch mehr? Was soll ich mit dem machen? Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeil. Warte. Folge. Schauen wir, was sie können. Wo geht er hin? Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Das Duell. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen mir, Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen. Drehen Sie sich von Ihrem Gegner weg. Drei. Was soll der Unfug? Sehen Sie Lord Shaw nicht an. Ja, mach ich. Drehen Sie sich von Ihrem Gegner weg. Ja, mach ich, ja. Drei. Zwei. Eins. Das Pistolenduell mit Lord und der Feier findet im Drollenboden statt. Mische dich unter die Gäste. Okay. Tschüss. Das ist noch ein toter Gast. Was war
kann ich irgendwie. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Willkommen im Haus Boyle. Die Feier ist diesmal drin. Okay. Hallo. Die Boyles wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Danke dir auch. Ja, wir möchten ins Feuer des Boyle-Anwesen gehen. Dankeschön. Wir müssen eine Lady eliminieren. Okay. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Und die Boyles schwimmen derzeit im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird ihre Besessenheit mit diesen Boyle-Frauen jemals enden? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Amüsieren Sie sich? Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Versuchen Sie zu erraten, wer ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Mogeln? Ich schleiche nach oben und durchsuche die Dresch. Hallo, wer bist Keine du? Keine Waffen auf der Feier. Weg damit, Sir. Wie geht's es? Option, Steuerung, Waffen weg. Ich kann den Menschen wegpacken. Ich komme hier nicht durch, oder? Wie es einfach aussieht. Haben Sie von Mrs. Brimsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Hallo, ich heiße Ella. Mögen Sie die Feier genießen? Willst du? Sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Ich muss da hoch, aber wie? Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ach, Sie schon wieder. Was muss ich jetzt machen? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft... Was für eine skandalöse Maske. Das ist die hier. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Miss White ist mit dem Bad. Ein Drink. Muss ich jetzt hin?